Hallo, das ist mein erstes Video zu Wreck This Journal. Auf Deutsch heißt es, glaube ich, mach dieses Buch fertig. Da gibt es solche Aufgabenstellungen pro Seite oder Doppelseite, an die man sich halten kann oder auch nicht, wie man es halt natürlich will. Gibt ganz lustige dabei. Und das wird auch meine erste Seite, die ich mache. Also create a non-stop line, so viel wie nicht absetzen mit Stift. Ich verwende dafür den Copic Multiliner mit der Stärke 0,8. Und als ich das gezeichnet habe, war ich nicht ganz sicher, was ich genau machen möchte. Daher habe ich das so doodle-mäßig mal angefangen zu befüllen. An und für sich könnte man ja denken, dass die rechte Hand, also die Zeichenhand, nachher ziemlich wehgetan hat. Das war aber nicht, sondern das war die Hand, die das Buch aufhalten musste. Ja, also das so random halber, habe ich einfach mal die Doppelseite voll gekriegelt. Ja, ging auch recht schnell, also ich glaube 5 Minuten vielleicht. Ja, so mal frei aus dem Kopf raus. Ich dachte, so eine Startübung. Kann man ja mal so was Einfacheres nehmen, warum nicht? Und da bin ich auch schon fertig. Das war die erste Doppelseite. Ja, die Hand hat wehgetan. Und dann schaue ich mal, was ich als nächstes machen möchte. Drip something here. Und zwar, das könnte alles Mögliche sein. Ich habe Aquarellfarbe genommen und zwar, die sind so schön in der Pipette, also mit der Pipette kann man das schön so drauf tropfen lassen. Darum dachte ich mir, ich nehme gleich mal die. Patz, patz, patz. An und für sich dachte ich mir, ich nehme eine schöne bunte Farbkombi. Ist aber dann nicht so schön geworden, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Aber immerhin, ich lerne ja. Sowas habe ich im Kindergarten, glaube ich, zuletzt gemacht. Mal schön drauf gedrückt. Und gleich werde ich feststellen, dass sich die Farbe, ja, durchgedrückt hat. Finde ich jetzt an und für sich nicht so schlimm, da das ja eh so ein Mach-das-Buch-Fertig-Journal ist. Und mir wird schon was einfallen, wie ich das dann kaschieren kann. Da mir das ein bisschen zu wenig war, habe ich dann noch ein bisschen nachgebessert und noch ein paar Tröpfchen hinzugefügt. Mal ein bisschen verrinnen lassen und wieder schön drück, drück, drück. Und dann sah das Ganze so aus. War schon etwas besser. Die Farbkombi hat mir nicht so gefallen. Ich habe es mir wirklich anders vorgestellt, also etwas schöner. Aber naja, dann dachte ich mir, ich nehme Gelb noch zusätzlich. Das war dann aber kein richtiges Gelb, sondern so ein braun, grün, gelb, irgendwas. Aber kein schönes, sattes, fröhliches Gelb. Ja, da wird noch geputzt. Und hier sieht man dieses ockergrün, kotzgelb, wenn wir ehrlich sind. Mal sehen, was die Katzen dazu sagen. Sagst du? Ja, relativ uninteressant für meine Kleinen. Dann auf der Suche nach der nächsten Seite, damit das noch immer nicht gereicht hat. Fill this page with circles, das heißt, ich habe diese Seite mit lauter Kreisen vollgezeichnet. Dafür habe ich meine Tombow Filzstifte, die Tombow Pens hier, die man auch gerne fürs Bullet Journal verwendet, genommen. Es gibt viel mehr Arten, wie man die einsetzen kann zum Zeichnen, zum Basteln, alles Mögliche. Und da ich die eigentlich sehr gern habe, habe ich die hier auch gleich verwendet. Dieses Mal wollte ich, dass die Farben besser zusammenpassen, darum ist das alles mehr so im Rosa- und Violettton dann
ausgeartet. Am Anfang dachte ich mir noch, was tust du hier? Du machst hier alles einfach mal so voll mit Kreisen, wie öde. Aber das ist die Aufgabe gewesen. Und so habe ich das dann eben interpretiert. Und nach gefiel es mir dann auch besser. Also am Anfang war das wirklich so ein, ja, toll, irgendwie langweilig. Aber am Ende hat es mir dann doch gut gefallen. Kreisi, Kreis, Kreis. Noch ein Kreis. Ich habe auch ein paar Halbkreise, also nicht volle Kreise, auch dabei. Sind ja dann eigentlich keine richtigen Kreise, aber ich denke, überdimensional, das ist jetzt einfach mal meine Entschuldigung, und habe die einfach so auch noch außerhalb, also so weitergehen lassen. Ich bin jetzt auch gleich mal fertig mit der zweiten Farbe. Kreis, 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 Kreis. Mir fällt jetzt auch gerade nicht mehr ein, was ich dazu sagen kann. Da ist ein etwas helleres Pink, so ein Rosa. Und noch mehr Kreise. Das Rectis Journal, sollte es jemanden interessieren, habe ich mir auf Amazon bestellt. Den Link dazu findet ihr auch in der Videobeschreibung. Das heißt, hier könnt ihr es euch theoretisch auch bestellen, falls euch das ganz gut gefällt und ihr es vielleicht auch ausprobieren möchtet. Es gibt auch ein paar Seiten in diesem Macht dieses Buch fertig Journal, die ein bisschen fragwürdig sind, wie zum Beispiel Kauf dieser Seite rum, okay. Mal sehen, wie ich das dann genau umsetzen werde, aber mein Plan oder mein Ziel ist es schon, das fertig zu bekommen. Und fertig ist auch die Seite. Hier nochmal Farbklecks. Und dann noch die eine durchgezogene Linie. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und Batsch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.